Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Herr Puffpaff hat es ja gesagt, ich bin tatsächlich Physiker und ich muss sagen, das naturwissenschaftliche Grundwissen in Deutschland ist, man muss es leider sagen, katastrophal. 34% der deutschen Realschüler sind davon überzeugt, dass sich die Nordhalbkugel entgegengesetzt zur Südhalbkugel dreht. An der Stelle empfehle ich eine Klassenfahrt zum Äquator. Breitbeinig drüber stellen, gucken, was passiert. Gut, einige lachen jetzt, denken sich 34%, das kann ich mir nicht vorstellen, das wäre ja mehr als die Hälfte. Und das zeigt auch, in den gebildeten Schichten herrscht Nachholbedarf. Mein aktuelles Programm trägt ja den Titel Evolution und letzte Woche spiele ich dieses Programm nach der Show, spricht mich ein Zuschauer an, der Markus, der sich so ein bisschen an der Evolutionstheorie gestört hat, hat gesagt, ja, sowas Hochkompliziertes wie das menschliche Auge, das kann doch unmöglich durch einen evolutionären, durch einen ungeplanten Prozess entstanden sein. Da muss doch ein schöpferischer Plan dahinter stecken. Ich habe es erst für einen Scherz gehalten, habe gesagt, ja, oder das menschliche Schienbein. Ein nahezu perfektes Sinnesorgan, um im Dunkeln scharfkantige Möbelstücke zu finden. Aber der Markus fand es überhaupt nicht lustig. Ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass die Evolution, sondern dass ein intelligenter Designer für alles verantwortlich ist. Ja, und das ist ja eine Diskussion, die man häufiger führen muss, wenn man über Evolution redet. Ich habe da immer so eine Standardantwort parat, habe zu ihm gesagt, Markus, wenn uns wirklich ein intelligenter Designer erschaffen hat, warum hat er dann sowas Unnötiges wie den Blinddarm entwickelt? War er vielleicht Chirurg? Nein, wenn man sich wirklich menschlichen Körper umguckt, muss man einfach an einem intelligenten Designer zweifeln. Das linke Ohr ist mit der rechten Hirnhälfte verbunden, Luft- und Speiseröhre sind gekreuzt, die Abwasserleitung läuft direkt durchs Vergnügungsviertel, also es ist... Ich habe zu ihm gesagt, Markus, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, aber Innenarchitektur ist mit Sicherheit nicht seine Stärke. Aber der Markus ist dann richtig fuchsig geworden, hat gesagt, ja, aber Evolution ist nur eine Theorie. Und da hat er recht. Evolution ist nur eine Theorie. Gravitation ist auch nur eine Theorie. Trotzdem springt keiner vom Dach, weil es nur eine Theorie ist. Und der Markus hat natürlich auch recht, wenn er wissenschaftliche Theorien anzweifelt. Das ist ja der Grundgedanke von Wissenschaft. Skeptisch sein. Und deswegen sage ich jetzt ohne Ironie, bleib skeptisch, Markus. Bleib skeptisch, lass den Designer weg, aber bleib skeptisch. Denn in der Wissenschaft weiß man tatsächlich nie, ob eine Theorie zu 100% korrekt ist. Aber man kann die Behauptungen einer Theorie überprüfen. Man muss sie sogar überprüfen. Ich kann mich erinnern, als ich im Studium auf einer Semesterparty war, habe ich mit meinem Astronomieprofessor angestoßen, ohne ihm dabei in die Augen zu gucken. Und er sagte noch zu mir, ja, Herr Ebert, jetzt haben Sie 7 Jahre schlechten Sex. Und er hat recht gehabt. Empirisch überprüft. Aber hey, als Physiker ist man froh, wenn man überhaupt welchen hat. Ich bin deswegen so ein großer Fan von den Naturwissenschaften, weil Wissenschaften Mythen und Illusionen entzaubern. In der Physik, in der Naturwissenschaft gibt es keinen Raum für Selbstüberschätzung. Nehmen Sie zum Beispiel mal unsere Milchstraße. Unsere Milchstraße ist eine typische Spiralgalaxie, wie sie milliardenfach in unserem Universum gibt. 200 Milliarden Sterne, in der Mitte ein massives schwarzes Loch. Schwarze Löcher, kennen Sie das so ein bisschen wie der Vatikan? Es dringt keine Information nach außen und innen ist die Zeit stehen geblieben. Und links oben, an einem unbedeutenden Seitenarm, da sind wir, unser Sonnensystem. Und trotzdem denken wir, unser Universum kreist um uns. Die Esoterik ist ja deswegen so beliebt, weil sie sagt, du bist etwas ganz Besonderes in diesem Universum. Und die Sternbilder hier oben sind nur dazu da, damit du einen coolen Aszendenten hast. Als Physiker wird man oft gefragt, wie man so zur Astrologie steht. Und ich sage immer, wissen Sie, ich glaube nicht an Astrologie. Ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Das ist ganz typisch für Zwillinge. Aber warum sollten uns diese Himmelskonstellationen beeinflussen? Ein vorbeifahrender LKW zum Zeitpunkt ihrer Geburt übt eine zigfach stärkere Gravitationskraft auf sie aus als Jupiter oder Neptun.
Meine Hebamme hat 110 Kilo gewogen. Was kümmert mich da mein Aszendent? Denken Sie mal darüber nach. Dankeschön. Vielen Dank.